Willkommen Diggas, mein Name ist Android Digga und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den GBA Emulator auf eurem iOS Device installieren könnt und das auch natürlich für die allerneueste Version, die 11.2.1 Version. Wenn eine neue Version erschienen ist, wird es auch in dem Videotitel stehen, also nicht wundern, natürlich falls die Version funktioniert. Also, der allererste Schritt, wir gehen auf die Seite iomulators.com. Und ja, der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Und danach klicken wir auf die Sign-In-Methode, auf Install, Install GBA for iOS. Und dann warten wir eine Weile. Und dann noch auf Installieren. Als kurze Info, auf der Homepage dieser Seite finden wir so einen grünen Balken. Und in diesem Balken steht drin, ob die App noch funktioniert. Das heißt, dass die App noch nicht revoked wurde oder entzogen wurde von Apple. Wenn diese Box orange, glaube ich, war das, in einer orangenen Farbe versehen ist, heißt es, die App funktioniert nicht. Also, wenn ihr den Emulator benutzt und die App mal nicht funktioniert, schaut mal auf dieser Website vorbei und dann werdet ihr auch wissen, ob die App revoked wurde oder nicht. Also, wie ihr sehen könnt, wurde die App installiert, aber natürlich noch nicht vertraut. Dann gehen wir in die Einstellungen, Allgemein und ganz unten Profile, Geräteverwaltung. Und danach vertrauen wir der Quelle auf Vertrauen. So, und wie wir sehen können, wurde die App installiert. Ich mache immer auf Nicht erlauben. So, das allererste, was wir tun werden, ist die Werbung natürlich skippen. So, wir gehen mal in die Einstellungen. Ich mache das mal meine Standardeinstellungen. Ich benutze die App natürlich auch. So, das mache ich auch aus. Also, ich würde euch ganz dringend empfehlen, Dropbox Sync einzuschalten. Das werde ich jetzt auch tun, um zu zeigen, warum. Falls die App revoked wurde, dann muss man die App löschen. Also der Quelle wieder zu vertrauen, das bringt nichts. Also man muss die App löschen und erneut installieren, falls die nicht revoked wurde. Also Dropbox Sync am besten immer einschalten, dann werden eure Speicherstände immer gespeichert. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Also ich habe jetzt die Dropbox Sync eingeschaltet. Wie ihr sehen könnt, steht hier jetzt auch on. Falls ihr keinen Dropbox besitzt, dann würde ich es machen. Also wenn wir hier auf Search gehen, bricht die App ab. Wir müssen das über den Safari machen. Wir gehen mal auf meine Website. Unter Downloads und Nintendo ROMs. Ihr könnt natürlich auch noch auf anderen Websites nach ROMs suchen, aber ich habe das am besten für mich so hier eingestellt. Ich probiere es mal mit Pokémon Prism aus. So, dann kommen wir hier in die Mediafire rein. Und dann klicken wir auf Download und wie wir sehen können, wird direkt der GBA Emulator vorgeschlagen. Dann klicken wir auf in GBA for iOS öffnen. So, jetzt steht hier Syncing. Das heißt, Dropbox synchronisiert gerade mein Save State. Ich kann jetzt in dem Speicherstand anfangen, wo ich aufgehört habe. Ich klicke jetzt auf Pokémon Prism. Wie wir sehen, funktioniert die App prima. Und hier sehen wir gerade einen Speicherstand. Klicken wir da drauf und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt bei meinem alten Speicherstand drinnen und ich kann natürlich hier wieder weiterspielen. Also ganz wichtig, ich würde euch die Dropbox-Synchronisation auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr die App deinstalliert und wieder installiert, muss die App unter dem gleichen Namen benannt worden sein. Falls ein anderer Name steht, kann das Dropbox nicht wiederfinden. Also ganz wichtig, immer derselbe Name. So, dann war es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das unten in die Kommentare schreiben oder ganz einfach meine Website besuchen. Da bin ich täglich aktiv. Ich würde euch sofort zurückantworten, genauso auch auf YouTube. Also, falls euch das Video gefallen hat, falls ich euch helfen konnte, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Falls ich euch nicht helfen konnte und euch das Video nicht gefallen hat, könnt ihr es auch ruhig disliken. Also, ich verabschiede mich. Ciao, euer Android Digger.